E03001 mit der E03001 zeichnen wir die erste Vorserienausführung der legendären Schnellzuglokomotiv der Baureihe 103. Sie wurde schon 1965 in Dienst gestellt, bevor die 103 mit insgesamt 145 gebauten Elektrolokomotiven 1970 in Serie ging. Von der Serienausführung der Baureihe 103 können Sie die E03001 äußerlich durch die einreihigen Lüftungsgitter und das durchgehende metallene Band unterscheiden. Die Baureihe 103 ist mit einer Leistung von sagenhaften 10.443 PS bis heute die stärkste Elektrolokomotive bei der Deutschen Bahn. Damit waren im Versuchsbetrieb Geschwindigkeiten von bis zu 283 Stundenkilometer möglich. Im Regeldienst zogen die Lokomotiven Trans-Europe Express, Intercity und Interregio-Züge mit bis zu 200 Stundenkilometern, bis sie ab 1995 von den Baureihen 120 und 101 abgelöst wurden. Haben wir noch eine Leistung in der